Das Hauptaugenmerk der Stadtratssitzung im Rathaussaal in Grimma am 26. Oktober galt der zu beschließenden Polizeiverordnung der großen Kreisstadt Grimma. Die Vorlage der am 25. Januar 2023 beschlossenen Polizeiverordnung bei der Rechtsaufsicht und den daraus resultierenden Rücksprachen sowie den bisher durchgeführten Verfahren machten eine erneute Beschlussfassung notwendig. Mit diesen Änderungen und Erweiterungen soll ein umfangreiches und rechtssicheres Handeln der Behörde im Sinne der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Die Polizeiverordnung dient dazu, Schäden für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren im Gemeindegebiet zu verhindern und den Frieden in der Bürgerschaft zu wahren. Hauptziel der Polizeiverordnung ist die präventive Maßnahmenergreifung zur Abwehr von Gefahren. Die Regelungen in einer Polizeiverordnung sind gerechtfertigt, wenn bei den aufgeführten Tatbeständen die hinreichende Sorge besteht, dass eine abstrakte Gefahr vorliegt und diese Tatbestände nicht bereits durch andere formelle oder materielle Gesetze geregelt werden. Geregelt werden in der Polizeiverordnung unter anderem der Schutz vor Lärmbelästigung, Gefahren durch Tiere, Verunreinigung durch Tiere und Abbrennen offenen Feuers. Mit einer Eilentscheidung beschlossen die Stadträte die Erhöhung der Eigenmittel aufgrund der Reduzierung der Fördermitteleinnahmen in Höhe von 195.000 Euro für das Bauvorhaben Oberschule Grimma am Wallgraben. Mit Überarbeitung des Förderantrages bei einem Fördersatz von 60% auf den Festbetrag von 2.473.675 Euro ergibt sich eine Erhöhung der notwendigen Eigenmittel von bisher 1.777.966 Euro auf 1.971.240 Euro. Ein weiterer Tagesordnungspunkt sah den Beschluss der Neugestaltung der Garagenpachtverträge vor. Durch Anpassung des Umsatzsteuergesetzes sind die Gemeinden ab 2025 verpflichtet, für vermietete Garagen Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen. Diese notwendigen vertraglichen Regelungen sind derzeit nicht in den Garagenpachtverträgen verankert. Die Nutzungsentgelte sollen auf 20 Euro pro Monat festgesetzt werden. Anfallende Nebenkosten wie Niederschlagswassergebühr, Grundsteuer und anderes werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung jährlich erhoben. Die Kündigung aller Altverträge erfolgt ab dem 31.12.2024. Mit gleicher Post erhalten die Pächter den neuen Pachtvertrag. Die Garagenstandorte Gerichtswiesen 1 und 2 unterliegen aufgrund ihrer Vertragsgestaltung noch dem Schuldrechtsanpassungsgesetz. Die ca. 500 Verträge werden durch die Garagengemeinschaften als Vertragspartner erfasst. Für diese Vertragsgestaltung macht sich eine eigenständige Beschlussfassung erforderlich. Die nächste öffentliche Stadtratssitzung in Grimma findet am 23. November 2023 statt.